Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei The Long Duck. Und die Frage aller Fragen. Dies ist die Frage aller Fragen. Also, wir haben keine Dose. Wir können diese nur aufschlagen, das heißt, wir können die nicht zum Aufnehmen wärmen, also zum Aufwärmen nehmen. Zum Aufnehmen wärmen, sehr cool. Also die können wir nicht zum Aufnehmen wärmen. Und die können wir nur aufschlagen und kalt essen, es sei denn, wir gehen zum Leuchtturm zurück und holen uns die alte Dose, die da am Ofen steht, weil diese Dose kann man nur verwenden, wenn man sie mit einem Dosenöffner öffnet. Wenn man sie aufschlägt, kann man sie auf dem Herd nicht mehr hinstellen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir haben noch 1,73 Liter. Wir könnten von hier aus jetzt losspurten, direkt zur Küstenstraße. Dann essen wir die eben kalt unterwegs. Das Wasser und die Dose zu trinken wird wohl reichen. Vermute ich mal. Ja, das wird wohl reichen. Wenn nicht, ein bisschen hungern können wir, aber Getränke haben wir genug. Und in den ersten Häusern an der Küstenstraße werden wir ganz bestimmt sicherlich irgendwas finden, was auf den Pötten draufsteht oder daneben steht und was man dann nehmen kann zum Wärmen. Das ist die zweite Möglichkeit. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber wir werden uns doch mal auf den Weg machen, denke ich mal. Also wir haben jetzt 23 Kilo. Wir sind aber ausgeruht, oder? Oder nicht, oder was? Ja, wir sind komplett ausgeruht. Wir haben morgens. Das ist halt nur von unserer Elchverletzung, die wir noch haben. Dass wir so blöd da rumstehen. Ach Mensch. Ja, haben wir auch. Ein bisschen was zu lesen haben wir auch noch. Gut, ach, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und dann nehme ich mir ein Bonbon. Und dann schauen wir mal weiter. Was sagt der Wetter denn? Minus 17 Grad. Ja, guck mal. Das ist doch sehr erfrischend. Gewehr haben wir auch dabei. Jo. Mit 5 Kugeln. Wir wollten nachladen, wenn ich mich recht erinnere. Wie jetzt? Aha. Und jetzt haben wir dabei, oder? Na guck. So, dann würde ich sagen, die Richtung ist erstmal dieselbe. Ob wir noch am Turm vorbeigehen oder nicht. Spielt keine Rolle, bloß wir könnten natürlich da direkt durch den Minenschacht gehen. Dann kämen wir an dem anderen Minenschacht raus und wären schon fast da. Hier ist der Weg etwas gefährlicher, glaube ich. Aber mein Gott. Was ist nicht gefährlich in The Long Dark? Was ist nicht gefährlich? Ein Bär. Okay. Der ist aber noch recht weit weg. Ich setze mal beide Kopfhörer auf. Ja, der Bär, der hat's nicht schwer. Also im normalen Interloper käme der jetzt schon angegaloppiert, wie bekloppt. Aber hier guckt er uns nur an. Im Benutzer definiert. Das ist auch gut so. Ach, die ist jetzt schon am Frieren. Ja, das ist ja super. So kalt ist das doch gar nicht, Mensch. Du frierst doch noch gar nicht wirklich. Es war kalt, aber du frierst doch noch gar nicht. So, dann schauen wir mal. Wackeln haben wir. Wir haben ja jede Menge Öl. Ah, scheiß Elch. Hau bloß ab. Jede Menge Öl haben wir für die Lampen, die wir nicht haben. Ein bisschen Öl haben wir auch mitgenommen für die Lampen, die wir vielleicht finden. Aber wir haben Fackel. Mein Gott, bist du laut. Dieser Wasserfall ist volle Pulle laut. Und die Straßen da oben, die Autos sind auch sehr laut. So, jetzt hoffe ich mal, dass uns hier nicht irgendwo der Wolf entgegenkommt. Der war ja letztes Mal hier, ne, rannte der ja hier rum in dem Gebiet. Und da steht unser Pott.
Ja. Da steht unser Pott. Wir nehmen mal das Gewehr in der Hand. ...81%, wir schleichen. Können wir mal schleichen? Ach ne, erstmal gehen wir hier hoch. Da wird nicht geschleicht. Ja, Jesus. Jesus Christ Superstar. Da ist ein Auto. Einmal gucken, einmal hören. Also ich höre nichts. Gehen wir mal bis zum Auto. Hier waren wir schon. Ja. Ich sehe noch nicht, ich höre noch nicht. Ah, hier ist eine kleine, ganz kleine Fliege. Was macht die denn hier? Mitten im Winter. Ist die doof? Habe ich kein Zuhause? Einmal ein bisschen rückwärts laufen. Damit wir die ganze Sache hier nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, wir haben uns dazu entschlossen, ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Mein Gott. Jammer doch nicht gleich immer rum. Also wir haben uns dazu entschlossen, die Dose nicht zu holen, stelle ich gerade fest. Minus 15 Grad. Na guck. Ein bisschen haben wir noch im Magen. Wie gesagt, zur Not schlagen wir die Dosen auf, essen das kalt, das ist zwar blöd für unser Koch. Oh. Für unser Kochskill ist das blöd, aber... Naja. Also ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts. Ich glaube, wir sind durch die Gefahrenzone durch. Der Wolf hat sich auch nicht ganz nah angehört, also von daher... Gell, ich hab dich gelle gern, gelle du mich auch. Oder auch, du kannst mich mal gern haben. Was ist denn hier? Waren wir hier schon? Waren wir hier denn schon? Ja, hier waren wir schon. Und erfrischende 10 Grad, guck. Allerdings minus. So, na guck mal. Ja, da müssen wir Tees und so was halt da hinten kochen. Wir kommen ja auf jeden Fall wieder hier hin, sonst hätten wir ja auch nicht alles da in der Lagerstation einfach liegen lassen. Wir müssen ja ein Beil und ein Messer müssen wir ja machen. Auf jeden Fall. Das heißt, ich komme wieder, keine Frage. Heute ist nicht alle Tage. Wer kennt's noch? So. Ah, wie Zeit, dass wir ein Nähset und irgendwie ein paar andere Klamotten vielleicht noch finden. Wir frieren uns hier voll ein ab. Das ist überhaupt nicht cool. Und dass es dir echt die Brust zertreten hat, ist überhaupt gar nicht hilfreich gewesen. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, ah, das hilft bestimmt, aber nee. Das hilft nicht. Habe ich noch gar nicht. Dann lass uns die mal eben mitnehmen hier. Das sind nur zwei, ne? Haben wir noch einen? Ich glaube, wir hatten noch welche drüben, ne? Natürlich, bestimmt. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei. Wenn wir noch einen finden, können wir uns einen Barschlechtenverband machen. Ich meine, da braucht man drei für. Meine ich. Oh, hier ist keine Bartschlechte mehr. Aber da ist unser Dings. Da müssen wir rein.
Immer da mal noch angebunden. Entschuldigt, ich bin immer noch erkältet. Morgen mal zum Arzt gehen. So. Was ist das denn so laut? So, guck mal, sieht schon gleich besser aus. Hier irgendwas drunter vielleicht irgendwo. Ja, Kohle. Kohle könnte man sammeln und hier hinlegen, aber wir gehen ja gerade in die andere Richtung. Auf der anderen Seite spawnt die ja auch wieder, ne? Nimm mal den. So, und dann zünden wir die mal an. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall ist es hier warm. 8 Grad. Ja, was wolltest du mehr? 8 Grad ist doch schon mal toll. Oh, ach ne. Guck mal, hier ist Kohle. Wir nehmen mal ein bisschen mit. Werkzeugkasten. Obwohl der nicht wieder spawnt, den hätte man noch liegen lassen können. Aber egal. So, dann schauen wir mal. Hier ist nichts. Oh. Tolle Geschichte. Kohle. Ja, ich muss die einfach mitnehmen. Ich muss die aber anders einfach nur wieder hinlegen, auch wenn es jetzt schwer ist. Es geht nur darum, dass sie nicht spawnt, wenn die liegen bleibt. Deswegen muss ich die mitnehmen und dann kann ich die irgendwo hinlegen und dann spawnt die nach und dann haben wir doppelte Menge. Ganz einfach. Schleichi, schleichi. Unser Fackel ist schon gleich aus. Super. Das ist ja super. Ja. Egal, können auch Streichholz nehmen. Mit. Ja, das ist Streichholzverschwendung. Wir müssen irgendwann mal anfangen, Feuer mit Lupe zu machen. Aber da wir ja einen Feuerstahl gefunden haben mit fast 100%, haben wir da einen gewissen Puffer. Ein Puffer. Na, guck mal, noch was zu trinken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Metallschrott, sehr gut. Kohle, sehr gut. Ich kann gleich kaum laufen. Oh, Streichhölzer. Eine Lampe wäre schön. Aber nee. Warum auch? Das war's schon, ne? Das war's. Ach, hier könnten wir eigentlich die Kohle mal ablegen. So, wo ist er denn? Na, guck mal. Ablegen. Guck mal, die können wir mal da hinlegen. Dann können wir wieder neue sammeln. Dann haben wir die auf dem halben Weg schon mal liegen. Was hier so schlecht nicht ist. So. Das ist natürlich auch, wenn man ein heißes Feuer braucht, ist das natürlich auch sehr gut, immer, wenn man die bei hat. Immer. Also immer. Für heißes Feuer ist Kohle immer super. Immer. Habe ich schon immer gesagt? Immer.
Ja, komm, rutsch mal da durch. Und da ist schon wieder der Ausgang. Da brauchen wir keine Fackel mehr. Na komm. So. Da, sag mal. Haben wir noch ein paar Handschuhe. Und da ist noch Kohle, die kann ruhig da drin bleiben. Die spawnt eh nie nach. Und keine Lampe. Wozu auch. Leer. Und. Oh. Guck mal, wir haben Handschuhe und einen Schal. Wir können uns mal gucken. Vielleicht ist das hier alles schon besser. 48%. Aber die hat immer noch ein Grad. Immer noch deutlich besser. Und die Handschuhe sind 88%. Okay. Oh, die sind beim 90%. Dann nehmen wir natürlich die. Ein anderes haben wir nicht, ne? So, dann gehen wir mal raus hier. Aufgewärmt haben wir uns ja auch ein bisschen. So. Wie sehen wir aus? Minus 12 Grad. Bisschen Hunger, bisschen Wasser. Lass uns mal reingehen. Essen, trinken können wir drin. Ist besser. Besser ist das. Hier ist 6 Grad, hier ist viel besser. So. Dann, ja, wir trinken sowas hier. Natürlich. Naja, wir kommen um das Aufschlagen eh nicht drumherum, ne? Dann schlagt Dina auf. Das ist Trinken und Essen. Das haben wir verloren, 36%. Na guck. Da geht er noch. So, jetzt aber. Und die Dose ist ja jetzt einfach weg. Haben wir ja gelernt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, ein Steinmann. Ein Steinschneemann. Oh, die nehmen wir mal mit. Hier kommen wir so schnell nicht wieder hin. Hier gehen wir nämlich nur lang, wenn wir runtergehen. Wenn wir hochgehen, nicht. Oh, die nehmen wir auch mit. Und schon können wir uns einen Verband machen. Sehr praktisch. Da hat es geruckelt und dann hat es wieder düdelüm gemacht. Und schon ist der Mauszeiger wieder im Spiel. Mann, 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 Mann. Das verstehe ich nicht. Warum das immer so ist. Ist ja hier noch eine Höhle. Und hier sind Wölfe. Auf diesem kleinen Stück Karte sind unheimlich viele Wölfe. Unverhältnismäßig viele. Oh, da liegt ein Hirsch. Den müsste man ja ausnehmen. Aber das machen wir erst, wenn wir, ne? Minus 11 Grad. Wenn wir bessere Klamotten haben halt. Dann lassen wir das Holz hier liegen, weil wir wahrscheinlich noch ein Feuer machen müssen. Dann haben wir schon mal ein Stück Holz. Minus 3 Grad. Wir kriegen selbst in Höhlen keine Temperatur. Entschuldigt, mein Gott. Ja, meine Bronchien sind so zu. Morgen muss ich erstmal zum Arzt. Antibiotikum holen. So. Na, keine Wölfe? Na gut. Das ist gut. Keine Wölfe ist immer gut. Gegenwind, natürlich. Was sonst? Oh, hier ist schon wieder so ein Steinding. Bischof. Hallo, Herr Bischof. Meine Güte, ey.
Im Spiel hat man immer Gegenwind. Immer. Oh, da war ein Wolf. Habt ihr gesehen? Da war ein Wolf. Da lass uns mal schleichen. Na, wo ist er hingegangen? Da wollen wir hin, in den Keller. Hui, hui, husch, 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 rein, rein, rein. Und 4 Grad, sehr schön. Sehr schön. Und schon wieder ein Buch. Und Streichhölzer und Feuer und noch so ein Ding. Mein Gott, das lasse ich einfach mal liegen. Daran haben wir echt genug. Nobody needs this anymore. Mhm. Hier sind, hast du gesehen, Trockner und Waschmaschine. Da bauen wir drauf. Da bauen wir drauf, dass wir da was finden. Und dann möglichst, dass der Wolf uns das nicht gleich wieder zerreißt. Na komm, Mensch. Guck mal. Maybe I can use this. Kein Nähset. Und so toll sahen die Klamotten nie aus, wenn ich ehrlich bin. Na, schauen wir mal. Eine Jeans. Naja, 0,6, immerhin. Und der Pulli? Der hat 26%. Der hat 55%. Dann ziehen wir mal den an. Und der Hemd? Der Hemd hat 96%. Der bleibt angezogen. So. Immer noch 4 Grad. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde sagen. Ja, ich würde mal sagen, können wir ruhig machen. So. So. Und dann machen wir mal ein Stündchen warten. Nur, dass wir ein bisschen warm werden. So. Aufheben. Ja, ich weiß, dass es schwer ist. Das ganze Leben ist schwer. Was willst du machen? Ist halt so. So, in Hocke und raus. Und dann mal gucken. Wir werden natürlich... natürlich werden wir an der Tanke unser Lager, so was wie ein Lager, einrichten. Na, ist zwar ein denkbar schlechter Ort wegen der Wölfe, ihr wisstet ja. Aber hat man wenigstens einen zentralen Ort, wo man gucken kann, wo man weiß, aha, wenn ich hier noch was hab, dann ist es da. Und das macht dann auch Sinn. Irgendwie. Da hat noch mehr Holz, das lassen wir jetzt mal liegen. Wir sind sowieso schon schwer, wie hast du nicht gesehen. Müssen wir nur mal gucken. Wegen die Wölfe. Lass uns die Wölfe hier. Da ist noch ein Reh. Aber wie gesagt, alles eine Sache der Kleidung. Ne? Minus 16 Grad. Wir brauchen Nähset, wir brauchen Lappens. Damit wir Kleidung reparieren können. Da war wieder einer. Ah. Und das heißt, wir schleichen uns weg. Das ist das Schöne, was ich an diesem Modus, wie ich ihn eingestellt habe, so mag. Der wäre längst da auf Interloper, würde der angerannt kommen, wie bekloppt. Aber wir haben eine gute Möglichkeit, uns wegzuschleichen. Na, gucken wir hier auch noch runter. Eieieiei, langsam. Das Auto haben wir auch nicht geguckt. Machen wir alles, wenn wir wiederkommen. Wenn wir ein bisschen besser kleidermäßig bestückt sind. Dann können wir solche Dinge machen. So, wir haben jetzt gar nichts zu essen gefunden gerade, ne? Nur, ja, was heißt nur Kleidung, aber so essenstechnisch war da nichts zu holen gewesen für uns.
Husch, husch. Mach dich klein, Jenny. Ja, ja. Dein Körper wird ganz taub wie deine Ohren. Ich komme immer noch nicht über den Elch drüber weg, der da über das Geländer gesprungen ist. Was echt, ey. Was für eine Ungerechtigkeit. Da werde ich wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays werde ich da noch drüber lamentieren. Da werde ich bei Folge 300 werde ich sagen, wisst ihr noch, in Folge 3, wie der Wolf, wie der Elch über das Geländer gesprungen ist. Und ihr würdet natürlich sagen, wie, was? Und wovon redet denn der überhaupt? Pendlers Wehklang. Hört sich so an, als wäre hier wehbestrafende Straße gewesen. Na, und? Nö. Nö. Da vorne ist das. Crackers oder sowas. Ja, Crackers. Das ist übrigens ein Auto, in dem man ein Gewehr finden kann. Manchmal, aber nur manchmal, muss man hier drunter gucken. Und dann liegt das hier unten drunter plötzlich. Aber jetzt nicht. Aber macht ja nichts. Wir haben ja eins. Und dank unseren Reinigungsaktionen sogar ein gutes. So, mal gucken, ob eins von den Häusern steht hier vorne links. Also wie gesagt, wir sind hier, weil wir auf jeden Fall einen Hammer brauchen. Und weil wir mal angeln wollen. Angeln kann man hier auch sehr gut. Anglerhütten sind hier genug. Wir werden uns natürlich an der Tanke niederlassen, aber nur widerwillig. Aber trotzdem, auch widerwillig, machen wir es trotzdem. So, dann schauen wir mal. Ich sehe ein kaputtes Haus. Noch sehe ich keinen Wolf. Ich sehe noch ein kaputtes Haus und noch ein kaputtes Haus. Das ist ja super. Das heißt also, hier brauchen wir gar nicht lang. Die ersten fertigen, vernünftigen Häuser sind also da, wo die Tanke ist. Na, komm hoch. Komm hoch, mein Matcher. Aber das machen wir noch. Bis dahin nehmen wir noch. Das machen wir noch. Das kriegen wir noch hin. 61% haben wir noch. Naja, wir können noch ein bisschen rennen. Wir sind eigentlich topfit noch. Wenn wir mal von unseren drei gebrochenen Rippen, die uns quer durch die Lunge fahren, mal absieht. Sind wir topsfit. Mein Gott, der nimmt immer mehr Gewicht mit. Die Opa. Das arme Mädchen schleppt sich zu Tode und er hebt immer mehr Stöcke auf. Da ist eine Anglerhütte, dann noch eine. So, 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 so. Ach, wenn hier Sommer ist, ist das bestimmt schön. Ja, ich weiß, dass du im Moment alles essen würdest. Aber du kannst auch noch einen Augenblick warten jetzt, oder? Muss ich doch noch nicht noch mehr erfrieren, nur weil du jetzt was isst. Mensch. Die ist ja schon kalt.
Was habe ich gehört? Habe ich was gehört? Ich glaube, da auf dem Wasser ist schon wieder ein Bär, ein Wolfikowski. Nochmal ein Stück hoch. Ja. Damit wir nicht zu nah an dem vorbei müssen. Dann sind wir dem auch egal. Aber der kommt auch immer mehr Richtung Küste, ne? Blödkopf. Blödwolf. Mann, Mann, Mann. Was soll denn daran schlau sein, Wolf? Dass du sowas machst. Mann, 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 Mann. Ah, jetzt dreht er um. Jetzt dreht er um. Und da ist schon der Steg. Dann kommen wir gleich die ersten Häuser. Hier kann man noch nicht hoch. Aber gleich können wir hier rechts hoch gucken, ob das eine Haus schon mal da steht. Das ist ja dann auch schon mal viel wert. Gell? Hier kommen wir glaube ich noch nicht hoch, oder? Nein, hier noch nicht. Na komm schon. Wo will sie doch auch? Ach Gott, das ist kaputt. Da steht es doch schon. Das Haus, was ich meinte. Auch kaputt. Na toll. Na gut. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier gucken, die Straße hier, die Hinterstraße am Haus vorbei, das ist ja der berühmte Wolfsweg. Bärenweg. Ich schmeiße alles durcheinander heute. Na, leise. Mensch. Ach, nicht so ein Krach. Ach, das Haus ist auch kaputt. Hier ist ja alles kaputt. Ja, alles kaputt. Das Haus ist auch kaputt. Da ist die Tanke, da ist der Wolf. Eieieiei, gerade noch gesehen. Da läuft er. Das Wolfers. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Das so gut ist. Da ist unsere Tanke. Da ist ein Haus, das noch ganz ist. Das ist das einzige hier. Das ist ein einziger Haus, das noch ganz ist. Okay. Mal hinten rein oder hinten vorne rein? Hinten weiß ich, dass jetzt hier ein Wolf ist. Vorne weiß ich gar nichts. Da ist er. Ah. Wo läuft denn der lang? Wo läuft der denn lang? Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr. Das ist nicht gut. Ich würde ihn gerne sehen, sonst renne ich zu dem Auto da immer. Gucken. Einmal gucken. Wenn wir schon mal hier sind. Nein. Leer, 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 leer. Alles leer. Einmal durch die Scheiben gucken. Was sehen.
Dann steigen wir mal hier aus. Ja, wir sind sogar geduckt. Wie praktisch. Und dann gehen wir husch hier rein. Husch, 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 husch. Ah, Jesus Maria. Jo, so ihr Lieben, wir haben gespeichert. Und ihr seht schon am ersten Blick, genau wie ich, hier gibt es eine ganze Menge Kram zu holen, was rumliegt. Wahrscheinlich sind die Schränke leer. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.